Also dieses Differential, die Kette treibt das Gehäuse an. Dadurch dreht sich dieses untere Zahnrad da drin. Und das überträgt anscheinend auf diese zwei. Und das lange Stück hat auch entsprechend ein Zahnrad. So, dieses Differential. Man sieht, diese beiden Zwischenzahnräder drehen in die gegensätzliche Richtung. Also das heißt, das rechte Hinterrad ist im Prinzip lahmgelegt. Die neutralisieren das, weil von hier kommt der Antrieb, dreht die beiden Dinge an und die drehen in unterschiedliche Richtungen. Das heißt, der direkte Antrieb erfolgt nur über das linke Hinterrad. Der rechte ist im Prinzip ausgeschaltet. Das ist nur Anhängsel zum Rollen. Jetzt muss man irgendwie dies überbrücken und ausschalten. Da muss ich mir noch was überlegen. Die Achse habe ich schon gestern vorbereitet. War da die Schrauben oder den Dinger zu lösen, war ganz schön mühsam. Ging nur mit dem Schlagbohrer. So schaut das verschweißte Differential aus. Also ich soll jetzt da noch die Zahnräder reinigen von der Schlacke, damit es keinen Abrieb gibt. Und in der Anfangsphase hat er da geschweißt. Und da sind noch Schlackereste, die soll ich auch wegmachen. Dann fetten und zusammenschrauben und fertig. Da waren nämlich die zwei Unterlegscheiben, die diese beiden Zwischenräder, die jetzt verschweißt sind, auf Distanz halten, haben einfach die Schrauben verklemmt. Ich habe die überhaupt nicht durchgekriegt. Jetzt habe ich die Unterlegscheiben weggelassen, weil was soll das? Die zwei Dinger sind ja verschweißt, da bewegt sich gar nichts. Es dreht sich ja alles im Ganzen und deswegen funktioniert es jetzt. Hat es auch mit dem Zusammenbau geklappt. Also um die neue Achse zu montieren, muss man diese zwei Achshalter schrauben, rausschrauben. Bei der ursprünglichen Version kommt noch erschwerend hinzu, dass dieser Kotflügel auch hier befestigt ist. Das ist ein Gefummel. Man muss auch zuschauen, wenn man alleine montiert, dass die Achse recht waagerecht ist, sonst kriegt man die Schrauben sehr schlecht rein. Also muss man auf der Gegenseite irgendwas drunter bocken. Bei mir kam noch erschwerend hinzu, dass die Kettenglieder teilweise versteift waren. Das hat mir auch erklärt, warum ich mit dem Kettenspanner überhaupt nicht zurechtkam. Dadurch war natürlich für den Kettenwechsel, musste diese Kettenabdeckung komplett abmontiert werden. Sonst kriegt man die Kette nicht drauf. Wenn die Kette nicht erneuert werden muss, dann kann man sie nur hier unten aushängen. Da, wo das Bindeglied ist und dann so montieren. Und da hat es mir eine Mutter weggehämmert. Da muss ich mal schauen. Ursache für den Kettentausch war, hier sind teilweise die Kettenglieder komplett versteift. Und deswegen war es auch nicht möglich, die richtig zu spannen und hat die mal hinten geknackt. Bedarf wahrscheinlich einer gründlichen Reinigung. Vermute mal, dass da doch durch Schmutz, obwohl ich die eigentlich regelmäßig geölt habe. Aber sind andere Stellen auch da ganz schwergängig. Das geht so nicht. Also kein Wunder, dass mit dem Kettenspannen, weil das müsste eigentlich so leichtgängig sein wie da. Da ist auch schon ein bisschen. Wenn das Ganze dann so schlägt, das ist nichts. Solche Buckel bildet die Kette dann, anstatt schön rund zu laufen.